Ja, eine kleine Anmoderation vor dem Video. Ich habe mit der Insta60 X3, hier ist er am Start, habe ich ein Video für euch schon, das ist schon ein bisschen länger her, vor anderthalb Monaten aufgenommen. Da bin ich mit dem Bike unten am Potomac vorbei, Georgetown, über die Memorial Bridge, ums Lincoln Memorial rumgefahren. Und das wollte ich euch in 360 Grad zur Verfügung stellen, damit ihr euch selber umschauen könnt. Die X3, die ich ja hier in der Hand habe, jetzt fragt ihr euch, womit filmt er gerade? Ja, da filme ich mit einer neuen 360-Grad-Kamera, mit dem Nachfolger. Da bin ich gerade auch in einem Out-of-the-Box-Video dabei, das zusammenzuschnippeln. Das dauert aber noch ein bisschen. Deswegen kommt das X3-Video erstmal vorher. Ihr könnt euch auch gerne mal hier auf meiner Terrasse umgucken, denn ja, leider kein geiles Wetter für 360-Grad-Videos. Regen und bewölkt, 15 Grad in Washington. Ich gehe jetzt erstmal nach Deutschland, auch vom Heimaturlaub, und das X4-Video wird dann danach irgendwann kommen. Vorher aber dieses X3-Video. Und dazu ist auch noch zu sagen, dass Anfang oder Ende Mai, am 27. glaube ich, fängt das an, Frühlings-Sale bei Insta60 läuft. Und da solltet ihr mal reingucken. Ich habe ja auch letztens noch ein Ace Pro-Video gemacht. Da sind schon wahrscheinlich ein paar Rabatte drin, und die Kameras sind einfach gut. Ne? Die Ace Pro ist eine gute Kamera. Was die X4 kann, werden wir sehen, und die X3 ist auch noch eine gute Kamera, und die werdet ihr ganz bestimmt in einem guten Sale bekommen. So, und bevor ich jetzt hier weiter nass werde, gehe ich wieder rein und schneide euch das Video zusammen in 360 Grad. Viel Spaß. Ihr könnt euch unten mit mir auf dem Fahrrad einfach selber die Perspektive wählen und umschauen. Allerdings alles noch mit der X3 gefilmt. Die X4-Videos kommen dann später.